Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft BFA mit unserem Ork-Mönch. Und ich wollte irgendwas machen, das weiß ich noch. Ich habe es komplett wieder vergessen. Tut mir leid, wenn es wichtig war. Dinge geschehen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich wollte, auf jeden Fall wollte ich Dinge verkaufen. Hat hier irgendjemand Dinge zu verkaufen? Ist da hinten jemand, der was verkaufen möchte? Ansonsten muss ich wieder darauf. Immer so. Ne? Kacke! Romuna wollte mir Angst sein jagen. Cool, machen wir doch. Dem wir seine Kacke aufgesammelt haben. Das ist nice, übrigens, ne? Kacke aufsammeln. Möchte doch jeder gerne mal. Ne? Schön, schön. Das. Wow, Gegenstand Stufe 3. Das 1A Equipment. Wirklich 1A Equipment. Das muss man schon sagen. Ich habe was Besseres. Warum ziehe ich das nicht an? Ah, das war Stoff. Aber das ist in allem besser. Ja, gut, dann haben wir Stoffhose an. Auch nice. Das ist. Das, puh. Das ist nice. Ah, das ist Kette. Ja, gut. Ja, dann machen wir Quest hier. Ein bisschen Angst einjagen. Geh doch wieder runter. Kann auch springen eigentlich. Überlebt das. Wuhu. Autschi. So, ein bisschen heilen. So. Dann machen wir diese Quest. Und ich habe es jetzt übrigens auch mal geschafft, einen auf 120 hochzukriegen. Ich merke gerade was, ne? Das triggert mich jetzt, wie es mir jetzt aufgefallen ist, ne? Lim. Ist das die Mitte? Ah, das geht nicht ganz in die Mitte, das ist ein bisschen kacke. Machen wir es so. Zack. Ja, dann seht ihr das auch mal. Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber das ist immer noch nicht in der Mitte. Irgendwas stimmt da nicht. Was willst du? Geh weg. Was ist zum Fix los mit dir? Nein. Geh weg. Warum sollte ich das tun? Verstehe ich Leute nicht. Ich möchte nur in... Wie kann ich dem jetzt... Angst einjagen? Was ist los mit dir? Fucking Ferdinand. Habe ich was verkauft? Habe ich was verpasst? Sprich mit. Ah, das wollte ich machen. I see. So, liebe Freunde. Nein, mit dem man zusammen spielen wollt. Flüstert den zuerst an. Nicht so creepy, einfach. Oh, Anfrage. So, Alter, wollte mich gerade verarschen. Wollt mich gerade verarschen? Was ist das für eine Kack-Quest? Wohoho! I see. Die wird nicht skaliert. Okay. Eben, wenn ihr mit jemandem zusammenspielen wollt, einfach so eine random Dude, flüstert den an. Fragt ihn, ob ihr in der Gruppe wollt. Nicht einfach so, ey Dude, ich stalk dich jetzt von hinten. Gruppe. Das macht nicht so einen guten Eindruck, Freunde. Man kann reden. Also, gut ab. Das ist eine weitere Rolle. Das Springen ist auch nicht skaliert. Ah, wie gut ist das denn, Mann? Yay, yay. Komm schon. Ich möchte dir Angst machen. Komm schon. Hi. Hier bin ich. Okay. Muss ich näher ran? Muss ich mit dir machen? Ganz Riese schaut zur kleinen Gestalt hinunter. Warum habt ihr das mit deinen Haaren gemacht? Nee, hab ich nicht.
Und werde es. Ach. Mann! Sag das doch vorhin! Geh weg. Wow, ich muss auf eine Ratte steigen. Das ist nice, man. Gut, dass mir das gesagt wird. Boah. Fucking Ferdinand. Neuer Versuch. Jetzt auf die Ratte. Oh, schon besser. Schon besser. Ich hab die Ratte zu einem 30-sekündigen Geschwindigkeitsschub. Nice. Brupp, brupp. Ratte, Ratte, Ratte. Was? Pieps. Oh mein Gott. Alter, mich gerade. Alles gekackt oder so? Ich glaube, das war das Ziel. Er sollte sich einscheißen. Was er jetzt grob gesagt. Da haben wir die Quest hier gemacht. Wie geht's euch? Zack. Level 20, wie gut ist das denn? Lernt reiten! Wupp, wupp! Also. Haben wir sonst was gelernt? Und sofort. Ein Schluck starkes Gebräus gestattet es euch, 7 Sekunden lang wesentlich mehr Schaden zu staffeln. Das ist nice. Zack, nehmen wir doch. Da kann man besser tanken. Also gut, wo haben wir denn den Ruhenstein? Klingenhügel. Oder ich mach's so. Jetzt fliehen wir kurz. Na, okay, mal. Lernen uns reiten, wenn ich genug Geld habe. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Das schneide ich jetzt kurz raus. Wir sehen uns dann in OK. So, da sind wir. Direkt am Flugmeister. Ich kann es mir leisten. Erlernen. Nice. Jetzt kann ich nämlich. Ich kann den Shortcut nicht. Deswegen. Blablabla. Nehmen wir zufälliges Reittier beschwören. Zup. Ich kann reiten, Mans. Mans und Boys. Und jetzt. Ja, die Mensch-Quest, ne? Rup. Geh mir ein bisschen meditieren. Wir werden der beste Mensch aller Zeiten werden. Niemand kann uns aufhalten. Zup. Mist of Panaria. M-O-P. Aha. Warum habe ich das Lernendings noch als Mauszeiger? Man weiß es nicht, Freunde. Man weiß es nicht. Gut, schauen wir uns die Quest mal an. Ich habe eh gedacht, nächste Quest. Nächste Quest. Nächste Part wird wieder ein Init. Sagt man das so? Gemacht, gemacht, tut. Das heißt, könnt ihr vorbereitet auf eine Init-Part. Instanz-Part, Dungeon-Part. Könnt ihr schon mal darauf vorbereiten. Schauen wir mal, ob wir jetzt besser tanken können. Vielleicht lernen wir jetzt was Cooles. Hi, Großmeister, hi. Schön, euch zu sehen. Willkommen, Agano. Es ist Zeit, mit eurer Ausbildung zu beginnen. Seid grüßt. Willkommen am Gipfel der Ruhe. Dies ist der Ort, in dem wir Menschen trainieren und unsere Fähigkeiten im Kampf uns perfektionieren. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Ausbildung antretet. Sprecht mit Meister Cheng auf dem Ausbildungsgelände unter uns, um zu beginnen. Was können wir denn hier? Zwei Stäbe, die genau gleich ausschaut. Anmutig und harmonischer. Ah, der hat Vielseitigkeit und Ausdauer. Der hat Beweglichkeit, Ausdauer, kritischer Treff. Ich weiß gar nicht mehr, was Vielseitigkeit Gut bringt. zuerst, dann Kraft, dann Technik. Das wird euch Meister Cheng bringen. Viel Glück. Folgt mir und ich zeige euch den Gipfel der Ruhe. Los geht's! Ich bin bereit, ich bin bereit. Aber es ist eigentlich, ich muss ja Beweglichkeit, ist ja. Wann ist eigentlich L die Karte, M ist und L ist Karte? Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich das Versehen drücke.
Vergesst nicht, das ist alles, was in Angriff zu nehmen, wenn ihr seid. Vom Gipfel der Ruhe aus hat man einen Wünschen aus Sicht auf den Kunlei-Gipfel. Da. Das ist nämlich Beweglichkeit. Aber das, der Nebelwerker hätte Intelligenz. Also, cool. Ihr werdet jene finden, die verschiedene Handwerke gemeistert haben. Solltet ihr für euren Beruf irgendwelche Vorräte während eurer Reise benötigt, könnten sie euch wahrscheinlich weiterhelfen. Dankeschön, wie heißt du schon, Mina? Chuang. Danke, Chuang. Ist das dreimal? Komm schon, beweg dich. Chuang. Chuang. Ah, da geht's runter. Ich dachte, das ist sein Abgrund. Ah, schön. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Warte, ich warte, ich warte. Das ist Auswählungsgelände, auf dem Großteil des Trainings stattfinden wird. Kommt, ich stelle euch den Meister vor, die euch unterrichten werden. Dies ist Meister Rukistan. Es ist der Meisterin darin, den Nebel zu kanalisieren, dass er sie und ihre Verbündeten unterstützt. Willkommen auf dem Gipfel der Ruhe. Viel Glück bei eurem Training. Das ist Meisterin Wu. Das ist Meisterin Wu. Sie ist auf die Verteidigung gegen hat eine Gangriff spezialisiert. Ich freue mich darauf, mit euch zu arbeiten. Ich mich auch. Das ist ein fucking Gnome. Dies ist Meister Yu. Er ist daran geübt, mächtig und konzentrierte Heilzauber zu Kämpfe zu überstehen. Grüße, also Grüße, wo ist er eigentlich? Ah, das ist der. Das ist der Gnome. Dies ist Meister Cheng. Sie hat die Kunst des Kampfes während der Bewegung gemeistert. Kommen auf den Gipfel der Ruhe. Viel Glück bei eurem Training. Dankeschön. Danke, danke. Das ist ein alles nette. Lol, du bist runtergefallen. Dies ist Meister Zhang, er ist der Meister der Meditation und der Fähigkeit, spüren zu können, was um ihn herum geschieht. Ich kann auf Gipfel der Ruhe, viel Glück beim Training, ja. Dies ist Meister Hsu, er ist der Gebrauch von Waffen spezialisiert und kann sich ziemlich jeder Waffe meisterhaft umgehen. Zu guter Letzt, dies ist Meister Cheng. Meister Cheng ist auf Reflexe und schnelle Bewegungen konzentriert. Und wird euch helfen, euer Training zu beginnen. Ich muss jetzt gehen, viel Glück bei eurem Training. Und dann sagt Meister Cheng, willkommen, sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid anzufangen. Okay, ich bin bereit. Willkommen. Nein, ich bin der andere Cheng, wir sind nicht verwandt. Ja, ich bin ein Mensch, auch wenn ich immer davon geträumt habe, ein Dämonenjäger zu sein. I see, der Meister Cheng möchte Dämonenjäger werden. Ich möchte euch herausfordern. Die nächste Runde geht auf mich. Okay. Als Mensch sind eure Reflexe für euch größere Bedeutung. Oft ist Talent der schnellste Bewegung, das schnelles Denken, das euch das Leben rettet. Okay. I'm ready to roll. Ready to roll. John, komm schon. Dauert das noch lange hier? Oder... Verbeugt euch vor mir, um anzufangen. Okay. Wo war das nochmal? What? Ich weiß nicht. Warum ist das nicht da? Verbeugen. So. Haben wir es so. I'm ready! Ha! Trink mir diesen hier, zack! Was? Oh mein Gott! Ich muss mich bewegen! Bewegen, ich sterbe! Ich muss einfach raus oder so. Ich beherzte Versuch, aber nicht genug. Was? Ah! Ich hab. Okay, ich hätte vielleicht raus müssen. Wäre vielleicht eine bessere Idee gewesen. Ah, Junge! Wow. Ich glaube, der nächste Part wird auch nur für das hier drauf gehen, habe ich so. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, I guess. Oh. Hallo,
keine Eile. So, beweg dich jetzt schneller. Auch wenn du keine Eile sagst. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab doch keine Geduld für diesen Schwachsinn. Meister Cheng, beweg dich schnell. Meister Cheng, beweg dich schnell. Hast du es geschafft? Also muss ich mich. Aber das muss ich nachher rausfinden, wo das hin ist, ne? Da muss ich halt jedes Mal schneiden, verbeugen. Bam! Blitze und so weiter. Raus hier! Bewegen! Zip! Heilen, heilen! Schlag, Schlag und Tag! So, immer schön ein Getränk offen haben. Kann man das. Das kann man mit dem Laufen kosten. Nice! Ist das jetzt als Tank ein bisschen suboptimal hier, ne? Bleib ich kurz hoch, Meister Chang, ist das in Ordnung für dich? Ich denke schon. Da haben wir ihn besiegt. Wohlgemacht, vergesst nicht, dass euch ein schneller Verstand und Körper das Leben retten kann. Okay. Du bist jetzt da wieder hoch. Sieht so aus. Oder ne? Ich glaube, nächstes Part können wir wirklich eine Ini machen. Wenn jetzt das hier direkt fertig ist. Sehen wir dann, ne? Dann nehmen wir unseren Start mit, dann haben wir auch mal endlich einen guten Start. Willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine Unterleuchtung. Das erhöht die durch das Töten von Gegnern und Abschließen von Quests erhalten Erfahrung um 50%, hält eine Stunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Bist ihr zurückgekommen, eure Fähigkeiten zu verbessern? Meister Cheng gibt es. Neigt euch mit dem Wind. Was? Das ist jetzt eine Daily Quest. Oder wie? Nee, das muss ich nicht tun. Ich will es abbrechen hier. Weil das ja eine Daily Quest ist und das ist, glaube ich, dieselbe wie vorhin. Ja, gut, dann porten wir uns wieder zurück. Den Stab noch kurz. Zack, zack, zack. Ah, geht es gerade nicht. Aber dann war es wieder für heute. Dann morgen, Inni. Ini, wir sehen uns dann. Bis dahin, mach's gut. Ciao.